So, Debbie und ich sind mal wieder wandern. Das machen wir jeden Tag. Und ihr seht, der Wald, jetzt sieht man es besser, da liegen immer ganz viele Bäume rum. Und in Deutschland wäre schon alles immer aufgeräumt, aber die machen hier nur die Wanderwege so ein bisschen frei. Und lassen den Rest immer liegen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Hier ist alles voller Moos. Super moosig. Mal der Baum hier, der ist voller Moos. Da vorne geht Sola. Die dreht sich immer mal um, wenn wir zu weit weg sind. Und man hört schon ein bisschen so den Fluss im Hintergrund. Das ist ganz schön. Und guck mal. Liegt alles kreuz und quer. Mega viel Moos. Total weich. Riesenbäume, wie ihr seht. Krass. Ich stelle mich mal da drunter. Riesig. Und hier gibt es im Wald Beeren. Und hier gibt es im Wald auch Luchse. Die Luchse, die sind wohl relativ gefährlich. Der wie erzählt. Und die Bären, die machen ja jetzt Winterschlaf. Und, oh ja, jetzt gehen wir gleich an einem riesengroßen Baum vorbei, der umgefallen ist. Bisschen wackelig. Die beiden. This is the danger tree. Ja, ah, that's a danger tree. That's not too dangerous. Ja. Das ist der Grund, warum der Trail eigentlich gesperrt worden ist. Aber hier gibt es eine Treppe, ihr seht. Also eine natürliche Treppe. Alles liegt kreuz und quer. Ihr hört, ich habe noch ein bisschen Husten. Und was wollte ich erzählen? Ach so, die beiden, Heather und Libby, die sind mit mir gestern auch spazieren gegangen, ganz witzig. Und wir sind ganz witzige Wege lang gegangen, da würde wirklich kaum einer lang gehen. Also war alles irgendwie umgegraben und mega nass. Und ich hatte nur meine Wanderschuhe an, die gut waren. Nur, die beiden hatten Gummistiefel an und das, ja, schwamm alles. Da hat mich die Debbie Huckepack genommen. Ganz witzig. Und hat mich durch zwei, drei Seen, also riesige Pfützen getragen. Und ja, im Hintergrund hört man schon den Fluss. Und hier sieht man nochmal, dass hier alles bewachsen ist. Total schön. Wieder das Schöne. Ja? Guck mal, das sieht so mystisch aus, finde ich. Hier ist alles voller Moos bewachsen. Genau, am Fluss dann mehr.